Auf meiner Visitenkarte steht Maria Herrero, Performance Development Engineer in Yenbaha. INIOT bietet Energielösungen überall und jederzeit. Wir sind führende Anbieter für Gasmotoren, Energieanlage und Dienstleistungen im Bereich Energieerzeugung und Gasverdichtung. INIOT hat zwei Marken, Yenbaha in Österreich und Wokesa in den USA. Die INIOT Gasmotoren erzeugen effizient Energie, Strom und Wasser und wärmes Wasser am oder nahe dem Verbrauchsort mit oder ohne Netzanbindung. Bei INIOT bin ich im Thermodynamik-Team. Ich fokussiere mich auf die Optimierung der Performance von Gasmotoren, wie zum Beispiel die Optimierung vom Wirkungsgrad. Ich arbeite mit Simulation-Tools und auch Motortest am Prüfstand gehören zu meinem Arbeitsalltag. Die Definition, Durchführung und Analyse der Versuche liegen auch in meiner Verantwortung. Mich fasziniert am Bereich Thermodynamik, dass es die Grundlage der Energieerzeugung für viele Technologien ist, wie zum Beispiel Gasmotoren, Solar und Geothermie. Zudem finde ich die Möglichkeit, den Gasmotor mit verschiedenen Gasarten zu betreiben, wie zum Beispiel Biogas, sehr interessant, zukunftsorientiert und motivierend. Bei INIOT liegt der Frauenanteil im technischen Bereich bei ca. 10%. Bei INIOT Yenbaha gibt es viele verschiedene Initiativen. Es gibt das INIOT Cultivate Program, einjähriges Leadership Programm für Frauen in Unternehmen. Auch am Girl Day sind die Schülerinnen der Region eingeladen, einen Tag in INIOT Yenbaha, um die technischen Berufe näher kennenzulernen. Und noch ein Programm gibt es, Studentinnen-Mentorship Programm in Kooperation mit dem MCI, Management Center Innsbruck. Hier werden Mentoren, meist Frauen im Unternehmen, mit Masterstudentinnen des MCIs vernetzt. Mein Lieblingsfächer in der Schule waren Mathematik und Chemie und ich war auch früh sehr begeistert vom Thema Energieerzeugung und schon mit 14 Jahren habe ich schon entschieden, dass ich Maschinenbau studieren möchte. Ich wollte internationale Erfahrung sammeln und durch das Erasmus-Programm ergab sich mir die Möglichkeit, eine Diplomarbeit in Deutschland zu verfassen. Mir hat vom Thema überzeugt, dass man eine konventionelle Technologie wie die Gasturbine mit einer erneuerbaren Energiequelle wie die Solarenergie integrieren kann. Als ich in Spanien Maschinenbau studiert habe, habe ich schon im ersten Jahr bemerkt, dass der Frauenanteil bei ca. 15% lag. Das ändert sich aber stark über die Zeit des Studiums. Und im fünften Jahr waren 35% der Studenten weiblich und bei manchen Vorlesungen sogar mehr Frauen als Männer. Danach in Deutschland habe ich auch erfahren, dass die Tendenz gleich ist. Auch dort variiert der Frauenanteil während des Studiums stark, aber zwischen 5% und 15%. Viele Studenten brechen Maschinenbau ab am Anfang des Studiums, aber sind meistens Männer. Sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Viele waren überrascht, als ich gesagt habe, dass ich Maschinenbau studiert habe. Aber in Spanien ist es nicht so ungewöhnlich. Ich denke, erst sollen wir viele Stereotypen in unserer Gesellschaft abbauen, weil die sind sehr früh in der Kindheit schon mitgegeben und beeinflussen auch die Berufswahl. Und auch andererseits sollten wir mehr technische Spielzeuge an Mädchen schenken. Und meiner Meinung nach ist jeder soll als Mensch betrachtet werden und nicht als Frau oder Mann.